einen wunderschönen guten Tag. Hat da ein bisschen länger gedauert, dass ich mich mal wieder melde. Aber naja, das Wetter war so beschissen. Man hatte wieder zu viel zu tun. Oder man hat was zu tun, hat da keine Lust zu gehabt. Also wie gesagt, das ist immer so eine Sache. Ne? Aber es ist ja nun wieder mal nicht viel passiert auf unserer schönen Welt. Also jetzt nichts Schönes im Sinne von Menschen, Kinder, toll. Es ist ja wieder eine Menge Scheiße passiert. Nach wie vor glauben fast alle Politiker, dass dieses Coronavirus ja ganz, ganz böse ist. Ich hatte schon mal gesagt und auch mal bei Facebook geschrieben, die sollten sich alle mal den Film mit Charlton Heston angucken. Der Omega-Mann. So. Da war nämlich die Stadt leer. Das ganze Land war leer. So. Da gab es noch ein paar Überlebende. Eben den Charlton Heston. Und dann irgendwie so ein paar andere Mutierte. Einer davon war ein Radiomoderator. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Da wurden dann auch noch ein paar Überlebende gefunden und. Und ja, zum Schluss, naja gut, der Gute musste natürlich wieder sterben. Er hat sich natürlich geopfert für irgendwelche Plagen da. Will ich nicht machen. Und ja, dann war der Film aus. Aber das war Weltuntergang. Das war nicht Corona, das war wirklich schlimm, schlimm, schlimm. Zumal dieses Virus wohl binnen 20 Minuten tot gemacht hat. Und ich glaube, ruckzuck innerhalb von 4-5 Stunden war das wohl über der ganzen Welt verteilt. Also ziemlich hurtig. So. So, und die haben geforscht. Und er hat nun dieses Medikament dann gefunden. Und hat sich das selbst gespritzt und hat dadurch überlebt. Naja, okay. Ja, so, das ist jetzt so mal so die Sache, wo ich sagen würde, okay, wenn das jetzt wäre, so, also Omega, oder wollen wir mal sagen, so eine Ebola-Epidemie oder Pandemie, so richtig mit vielen, vielen Toten, also viele Tote, die tatsächlich die Todesrate nach oben treiben und nicht wie hier, was weiß ich, gleichbleibend halten. Da würde ich sagen, okay, das ist schon richtig. Da würde ich diese Maßnahmen auch bejahen. Aber diese Zahlen, die Presse da einmal bringt, 1000 Tote in einer Woche, 3000 Tote in 3 Monaten. Auch in den USA sterben wie die Fliegen. Ja, wir wissen ja, Fliegen sterben. Ganz wichtig, die Eintagsfliegen, die sterben sogar schon ganz früh, nämlich nicht nach einem Tag, sondern nach 3 Tagen. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben also das Problem, dass die Presse ganz einfach hier hinter den Regierungen steckt. Groß rumtönt, Pressefreiheit. Und jetzt, wo dieses Kamerateam von der Heute-Show da, was weiß ich, angegriffen wurde, hieß es Angriff auf die Pressefreiheit. Nur mal lieber ganz anders. Nur mal lieber Herr Welke, was heißt hier Angriff auf die Pressefreiheit? Wenn ihr eine freie Presse wärt, dann würdet ihr doch mal richtig was sagen. Ey, also Scheiße hier, kann auch gar nicht sein, wir haben hier die und die Stimmen, ja. Hol mal den her. Nein, wenn Debatte mit Corona ist, kommt immer wieder dieser Fuzzi vom Robert-Koch-Institut. Ja? Ich weiß ja gar nicht, was der war. Vielleicht war es Schildkrötenforscher oder sowas. Ne? Man weiß ja nicht, wie man da zum Posten kommt. Geht doch irgendwie zugi. Ich weiß, was du nicht weißt, wie wir jetzt Posten haben. So und schwupp ist der da. Naja. Auf alle Fälle Pressefreiheit, wollen wir mal ganz ehrlich sagen, abhaken. Hatte ich schon mal gesagt, Platz 11, glaube ich. Und die Sache mit der Sicherheit, Platz 51. Gut. Obwohl ich davon ausgehe, wir sind da schon wieder ein bisschen runtergerutscht. Nicht? Also wenn wir wirklich immer mal die Wahrheit sagen,
wo auch die Polizei und die Staatsanwälte und. Und tatsächlich die, ich meine, die richtigen Zahlen geben, ne? Dann liegen wir bestimmt schon auf Platz 65. Weil, ist ja ganz ehrlich, die meisten Flüchtlinge und Türken und was weiß ich sind ja hier. Und die sind ja nun durch ihre Mentalität also ein bisschen eine Weltbereiter. Die möchten eben halt in Deutschland mal so eine Vierjahreskur machen. Ne? 4 Jahre Vergewaltigung oder was weiß ich, oder was weiß ich, Totschlag, minder schwerer Fall, geht es auch 4 Jahre. Und nach 2 Jahren kommt man raus, wenn man den Psychologen richtig schön eingeschlossen hat. No. Jetzt haben wir also unsere Corona immer noch. Die Wirtschaft braucht nicht mehr husten, braucht nicht mehr röcheln. Die können sich alle voll den Sarg kaufen. Können sich jetzt schon irgendwie während der Anfänge Grabstein aussuchen, weil die werden knapp. Dass man dann sagt, wir suchen uns einen schönen Grabstein aus, die Firma so und so, so und so, so und so, wurde dank einer Frau Merkel und anderen Idioten, da kann man jetzt, wenn man möchte, alle anderen Staaten aufführen, die den Kack auch mitmachen, pleite gegangen. So. Nun, was wird die Folge sein? Die Folge wird sein, der deutsche Arbeitende, der deutsche Arbeitende und Sparer, derjenige, der eben halt so die deutschen Prinzipien noch so im Hinterkopf hat, eben halt sparen, schaffen, ehrlich sein. So. Diese Leute sind natürlich wie immer die Arschen. Die haben was liegen auf der hohen Kante, weil sie mit dem Staat nicht auf der Hosentasche liegen wollen. Aber es ist ja scheinbar immer unterschiedlich, dass der Staat immer wieder den Bürgern auf der Tasche liegt mit irgendwelchen vermeintlichen Notprogrammen. Hauptsache, seine komischen Abgeordneten bekommen da ihre Diäten. Nicht? Also wie gesagt, also Diäten, da würde ich langsam würde ich mir mal auch ein neues Wort dafür suchen, weil mal ehrlich, also mit der Diät, ja, versteht der normale Mensch immer was anderes. Nicht? Also was weiß ich, weniger ist mehr oder sowas. Naja, die Politik versteht ja sowieso keiner mehr. Ich glaube, die Politik machen auch nicht mehr. Ich glaube, die spielen jeden Tag irgendwie Würfeln. Corona ja, Corona nein. Freunde mit Russland ja oder nein, EU ja oder nein, NATO ja oder nein, naja. Fakt ist, wir gehen so durcheinander. Und das ist jetzt meine persönliche Ansicht, die ich so mir mal so rausgesucht habe aus den Meinungen, die hier so rumherrschen. Wir haben ja nur hier VW. Können wir froh sein? Ich sag jetzt wieder nicht, wem man das eigentlich zu verdanken habe. Schon bin ich wieder so ein Nazi. Ne? Also. Vielleicht werden wir genau wieder das werden, was wir davor waren. Nämlich das Land des Spargels. Und der Konservenfabriken. So. Dann brauchen wir allerdings keine großen Einwohner mehr. Da reicht die Hälfte völlig hin. Zumal die Maschinen ja heute so eine ganze Menge machen. Also wie früher so brauchen wir das auch nicht mehr. So, sagen wir mal, unser Niedersachsen. Also sagen wir 7,3, 7,5 Millionen Menschen. So. Davon kann man ruhig sagen, wenn, sagen wir mal, 5,5 Millionen Rentner, Arbeitslose und Kinder. Das heißt, wir haben ca. 1,5 Millionen Leute, die dafür Sorge tragen, dass solche Leute wie Papa Weil und seine Konsorten pünktlich ihre Diäten haben, pünktlich ihre private Krankenversicherung bezahlt kriegen,
pünktlich ihre Urlaubsreisen nach Norwegen und Schweden, um zu gucken, wie man da, glaube ich, einen umweltfreundlichen Hafen baut oder so ähnliches, bekommen. So. Natürlich dürfen unsere Flüchtlinge nicht vergessen werden, die natürlich auch exzellent versorgt werden müssen und beköstigt. Jetzt kriegen wir höchstwahrscheinlich nochmal 7 Millionen Arbeitslose drauf. Das wird fein. Dann kann im komischerweise dieses Bundesamt für Arbeit nicht auf einmal wieder 7 Millionen in irgendwelche Kurse schicken. Weil so viel Platz ist tatsächlich nirgends. Denn auch in anderen Ländern wird das richtig knackern. Aber richtig. So. Aber man muss ja zusehen, was sich Frau Merkel dann wieder ausdenkt. Also, ich hatte ja schon mal über dieses SAG gesprochen. Ich hoffe, es sehen sich auch einige Leute hier diesen Krams von mir an. Das ist nämlich wichtig, weil das, was ich sage, passiert. Also dieses SAG ist beschlossen. Stimmt, das war, glaube ich, bestimmt in der Halbfinalspause bei irgendeiner Europameisterschaft. Kann ich mir jetzt nicht anders vorstellen. Jedenfalls kam das nie in die Presse. Jedenfalls nicht großer Schlagzeilenkrams, ja, Enteignung durch, auch nicht von der AfD. Die hat mir nämlich mal gesagt, ja, das Gesetz fand ja ohne unsere Mitwirkung statt. Also bedeutet das, wenn jetzt also der Bund irgendwas beschließt, wo die AfD jetzt nicht beigewirkt hat, dann ist das gar nicht so schlimm. Oder meinte die AfD, weil wir da noch nicht im Parlament waren. Ist beides völlig nebensächlich. Denn ich glaube nicht, dass der Staat, nur weil die AfD gesagt hätte, das ist ja Hähnchen oben, Enteignung Hähnchen oben, gesagt, oh ja, die AfD hat recht. Ja, die Hellblauen haben recht, das ist Enteignung. Obwohl ich jetzt ganz ehrlich bin, gegen jeden anderen Quatsch legt ja die AfD immer Verfassungsbeschwerde ein. Also zum Schluss war das ja hier mit dieser komischen Stiftung 50.000 Euro. Und ist eben halt mal so, dass es 250.000 Euro sind. So, aus die Maus. So. Dann haben sie sich da so einen komischen Namen gegeben. Von irgendeinem Frederikus aus den Niederlanden. Der im Übrigen strenger Katholik war. Und gefordert hat, alle Protestanten umzubringen und auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Also die Wahl, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht ganz so gut. Nicht ganz so gut. Nicht? Da hätten sie auch Erich Ribbeck nehmen können oder sowas. Ja? Oder Uwe Seeler oder sonst wie. Ja? Oder Melissa Benz oder was weiß ich. Das wäre vielleicht noch lustig gewesen. Ne? Aber nein, das passiert eben nicht. Da nimmt man sich so einen Namen. Ich kann ihn gar nicht aussprechen, ich werde ihn auch nicht lernen. Aber es ist wohl sinnvoll bei einer Partei, die Hähnchen um Geld verdient, Hähnchen um, dass man für Leute, die man abschieben möchte, ganz einfach sowas wie Stiftungen in das Leben ruft, um diese Leute dann nicht gleich den Arschtritt zu geben, sondern zu sagen, ja, du bist so ein toller Mann, du wirst jetzt Vorsitzender dieser Stiftung. Da freuen die sich alle, dann kriegen sie noch einen neuen Anzug, kriegen noch einen neuen Pin-Anzug, ja, und finden sich ganz toll. So. Naja, gut, jetzt haben wir das SAG. Ich habe schon so die Konten runtergefahren, dass keins auch nur die Nähe 100.000 Euro hat, teilweise weit, weit darunter.
Was ich gemacht habe, bin ich ganz ehrlich, Gold. Und zwar, wenn dann die 31,1 Münzen, also die Münzen. Und da ist es eigentlich egal, da müsste man eigentlich auf den Preis gucken. Also ich nehme dann entweder den Führerrand, jetzt aber nur 93% Gold, deswegen ist der auch so ein bisschen rötlich, weil da ein bisschen Kupfer drin ist. Oder eben halt den australischen Nugget, ja, also das hüpfende Känguru. Oder teilweise auch den Maple Leaf, ja, also den kanadischen Baum da, nicht? Also der Baum da. So. Also wie gesagt, die Dinger sind gut. Des Weiteren Fremdwährungen. Also Fremdwährungen meine ich jetzt nicht die türkische Lira. Ja? Also ich glaube, wenn man mit türkischen Lira ein Auto kaufen will, braucht man schon 5 Panzerschränke, um dieses, sag ich mal, Geld in Bar zu zahlen. Ja? Weil das wird ja immer mehr. Also was man für 1 Euro bekommt. Naja. Schön. Kriegen wir bald auch. Und dann aber in 10er Schritten pro Monat. Also wir werden höchstwahrscheinlich dann nicht mit 3% im Jahr kommen, sondern wir werden dann das machen, was unsere Großeltern gemacht haben. Freitags, wenn jemand Arbeit hat, ans Büro zu gehen oder ans Werk, das Bargeld abzuholen und Butter und Brot zu kaufen. So wird es werden. So. Und dann holt man vielleicht auch die alten Druckmaschinen wieder raus, wo dann so draufsteht, 1 Billion Reichsmark, 1 Trilliarde Reichsmark, 150 Millionen Reichsmark und. Ich meine, Deutschland hatte damals, das muss man sagen, ist nie erreicht worden, die größte Millionärs- und Milliardärsdichte auf der gesamten Welt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Es gab keinen, der nicht Millionär war. Sogar das neugeborene Kind war schon Millionär. Ja. Ja, bei unter 1 Million gab es ja gar keine Scheine. Wollen wir mal es weiter so sagen, SAG kommt, ist da und wird jetzt auch benutzt. So. Und wer bislang immer noch so treulos ist und sagt, die Merkel wird schon machen, klar wird die das machen. Aber nicht so, wie wir uns das wünschen, dass es nach oben geht. Nein, jetzt kommt die Kuh Deutschland auf die Bank, aber auf die Schlachtbank. Und da wird die sich nicht mehr holen, weil tot ist tot. Und Wiederbelebungsversuche im Sinne von nach dem Zweiten Weltkrieg oder sowas, das wird sich geben. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand mit Pokémon-Spielen irgendwelche Häuser gebaut hat. Oder der irgendwelche Pokémons gefangen hat, die irgendwie günstig verkaufen konnte, damit man dafür Mehl und Butter kaufen konnte oder sowas. Oder andere Spiele, Ballerspiele oder was weiß ich. Die Zeit wird man gar nicht mehr haben, weil man muss wahrscheinlich den ganzen Tag drauf los ist. Entweder um sich einen Job zu suchen oder um was zu essen aufzufinden. Das wird das sein bei Sozialamt und sowas. Das ist dann nur noch ein Stück Erinnerung. Auch ist Erinnerung der Rest von Deutschland. Die Leute, die das hier schon ahnen, ich zum Beispiel, die haben schon ihre Lauscher in andere Staaten gesteckt. Nicht? Also wie gesagt, nicht nur Europa, sondern auch über den großen Teich hinaus. Und das machen bestimmt auch sehr, sehr viele andere. So. Wenn denn, sagen wir mal, die Creme de la Creme
auswandert mit ihrem Vermögen, mit ihren Patenten und so weiter, trifft das natürlich hart. Alleine VW meldet pro Jahr um die 600 Patente an. Und die kaufen die Patente ja auch, deswegen können sie die auch benutzen. Aber möchten wir das mal so sagen, die Menschen, die diese Patente bewerkstelligt haben, die haben natürlich auch Angst um ihren Arbeitsplatz. Und dann geht man natürlich manchmal auch davon aus, wo kann ich mich verbessern oder wo ist meine, sagen wir mal, sichere Arbeitsstelle. Und die ist bestimmt dann nicht mehr in Deutschland. Ja, es ist alles sehr, 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 sehr schade. Und es macht auch keinen Spaß, jeden Tag diese maskierten Idioten zu sehen, wie sie da mit ihren komischen Masken durch Braunschweig, das ist übrigens die Stadt der Schildbürger, ja, das habe ich jetzt rausgefunden, unstreitig ist sie das, nur in Parallelen gibt es nur in Braunschweig. Jedenfalls muss man hier schon sagen, wenn ich diese Maskenfetische sehe, dann kommt mir das ganze Kotzen, zumal überall gesagt wird, geschrieben wird, dass diese Masken gar nichts, aber auch gar nichts bringen, außer ein Durcheinander. Weil man kann ja heutzutage gar nicht mehr, würde ich das sagen, erkennen, ist das jemand, der sich vor Corona schützt oder der irgendwelche Leute ausrauben will. Ja, Kollateralschäden sagen die immer. Ja, solange man nicht selbst der Kollateralschaden ist, ne, ist das ja alles ganz einfach. Aber wollen wir mal ehrlich sein, spätestens nächste Woche ist diese komische Maskenpflicht auch wieder weg. Und ja, dann wird es so heißen, ja, wir lockern, wir lockern, wir lockern. Alle lockern wir. Und dann heißt es, ja, die Wirtschaft funktioniert wieder wie früher. Ich weiß ja was. Wir müssen dann ganz ehrlich sein, wir winden wieder in den Jahren 1964. Was für Eintracht Braunschweig gar nicht so schlecht ist, denn 67 haben sie, wurden sie immer deutscher Meister. Also vielleicht kann man das ja dann wiederholen. Weil andere Mannschaften und andere Vereine, die haben ganz einfach kein Geld mehr, teure Spieler zu kaufen. Weil die Zuschauer gar kein Geld mehr haben, die Sippe zu kaufen. Also das wird eine richtig geile Spirale. Und möchte ich mal so sagen, wer heute ein bisschen Geld hat, ein bisschen liegen lassen, der wird in Zukunft nicht notwendig auf den Rücken von irgendwelchen anderen Leuten einen guten Gewinn machen. Aber wie gesagt, auf den Rücken der Leute finde ich nicht gut. Also es muss irgendwie fair bleiben. Ja, das war es erstmal für heute. Vielleicht mache ich nachher noch ein bisschen was. Aber haltet euch alle wacker. Abonnenten werben, Abonnenten werben. Je mehr Abonnenten, desto mehr hat man hier Feedback oder Support, wie man das ja heutzutage macht. Und man wird denn mehr gehört. So. Also, wir hören und sehen uns. Und ein netter Vorspann und ein netter Abspann ist in Vorbereitung. So, dann wünsche ich noch einen schönen Sonntag.